Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jalupi bzw. dem Schmuddelsimulator, meine Damen und Herren. Es ist etwas Traumhaftes passiert. Könnt ihr euch noch in der letzten Folge daran erinnern, dass es an der Staatsgrenze verboten war, Medizin mitzunehmen? Und was haben wir gefunden? Medizin. Das ist extremst geil, weil in diesem Land ist es halt verboten, irgendwie Medizin zu importieren. Ach Mann, Onkel Lüfti, jetzt hör mal auf, mich zu belästigen. Nein, zieht euch das rein. Ein Verkaufswert von 33,4. Nein, jetzt will er schon wieder mit mir. Jetzt hör mal auf, mich zu belästigen, Digga. Nein, Onkel wird jetzt nicht mitgenommen. Die Welt dreht sich nicht nur um dich. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen Cash-Mash machen. Und, was auch krass ist, Wein kann bis zu 100 Ostmark bringen. Ich werde jetzt hier aber erstmal, alter Schwede, 66,8. Das ist geil. Ich muss kurz mein Portemonnaie holen. Ich war auch schon eifrig, habe im Hotel die Leute angegammelt, habe da nochmal 40 Dollar verdient. Das bedeutet, wir gehen hier am heutigen Tag mit insgesamt 100 Ostmark nach Hause. Also ich meine, auf die Straße und jetzt hör doch mal auf. Ich drück doch gar nichts. Ich renne nur kurz an dir vorbei. Mann. Opa, lass mich in Ruhe. Aber wir könnten den Wagen sowieso mal rüberfahren. Ja, ja, ist ja gut. Ich nehme dich mit. Ja, komm mit. Mann. Alte Leute. Ja, Wagen springt noch an. Ja, warte, Rute will ich noch nicht auswählen. Weil sonst haben wir ein Problem. Sonst ist das nicht mehr ganz so viel wert. So, einmal bremsen. Ah, warte, ich muss ja hier direkt gleich auch tanken. Zack, zack. Die Buddel muss auch vollgefüllt werden. Blup, blup. Und fertig. Ja, klasse. Dann einmal das Zweitakteröl. Magere Mischung. Optimale Mischung. Und der ist auch leer. Das bedeutet, wir holen jetzt nochmal das eine Ding. Ich glaube, ich werde auch eine Route auswählen, die vielleicht ein bisschen länger ist, aber wo eine Tankstelle ist und vielleicht auch ein Schrottplatz. Weil wir wissen jetzt ja, wie wir an den Schrottplatz rankommen. Oh, Straßenreifen. Alter, die Haltbarkeit. 0 von 3. 3 von 3. Wieso hat denn der hinten rechts nichts mehr? Ja, ich fahre mit denen einfach weiter. Kein Problem. Ich spekuliere einfach darauf, dass wir ein Autowrack finden. Oh, warte mal. Ich kann ja hier direkt nochmal meinen Motor reparieren. Ach, was hab ich denn da gemacht? Das Reparaturkit, was hat das noch? Ja, das werde ich verkaufen. Weil das hier hat bestimmt noch ein bisschen... Oh, das war dumm. Ich habe kaum noch Platz hinten. Wegen den Reparaturkits. Aber egal, ich lasse das jetzt einfach mal drin. Dann schnappe ich mir mal meine Route. Oh, es geht schon in die Türkei. Ja, krass, dann nehmen wir aber... Ah, was nehmen wir denn? Eigentlich wäre die Strecke am besten. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir werden es probieren. Let's go, ab in die Türkei. Er wollte doch nach Istanbul. Das könnte das Finale sein. Okay, let's go. Muss ich links oder rechts rum? Ja, ich glaube hier links. Hört ihr das? Dieses Klappern. Kann es sein, dass wir wirklich einen Platten haben? Also ich meine, der Wagen fährt sich immer noch... Oh Gott, an sich komplett normal. Oh, warte, hier ist nochmal einmal zum Leica-Store. Weil wenn wir jetzt tatsächlich schon in der Türkei sind, dann könnten wir eigentlich mal gucken, dass wir unser Auto ein bisschen auf Vordermann bringen. Ja, ja, ich gucke mir euren komischen Katalog an. Ey, das könnten wir uns alles leisten. Also kaputt ist der Vergaser und der Luftfilter. Ja, das können wir doch mal investieren, oder nicht? Ja, kommt, Leute, was soll der Geiz, Alter? Heute wird geshoppt! Wieso steht denn hier nicht, was ich gerade kaufe? Aber egal. Bestellen, jawohl, ihre Bestellung ist draußen. Zack, Alter, hier haben wir mal schön investiert. Brauner? Was? Das habe ich doch gar nicht bestellt. Was ist das denn für eine Verarsche? Junge, willst du mich verarschen? Oh, das kann doch nicht wahr sein. Junge, ich habe das doch gedrückt. Ihr seht das doch. Hier, Luftfilter. Oh nein. Man kann da drauf drücken. Hier. Ja, wer soll das denn riechen? Ich dachte, ich drücke hier drauf auf Luftfilter und Vergaser und dann sind die da. Als ob. Ich habe jetzt einfach nur so einen Billo-Motor gekauft. Und das zweimal. Ach komm, Junge, bitte. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Das sind die gleichen Rotzmotoren. Warte, das Spiel hat bestimmt nicht gespeichert. Ich drück einfach Alt F4 und raus. Ich meine, das ist ja kein Cheaten. Dummheit sollte auch nicht bestraft werden. Jalupi, fortfahren. Jetzt drück bitte die Daumen. Ja, ich bin wieder in meinem Bett. Ich bin aufgewacht, als wäre nichts passiert. Ich klopfe jetzt nochmal an die Türen, Alter, für ein bisschen Money. Gib mal. Ja, ja, versuch da drin zu schlafen. Hier macht niemand auf. Bitte, Geld. Verschwinde. Ach, Mann. Jetzt hat mir nicht mal jemand Kohle gegeben. Und warum klingelt jetzt hier mein Handy? Ach, eine Mail habe ich bekommen. Ja, toll. Okay, so, guten Tag, Ma'am. Wie sieht's aus? Wie viel Kohle haben wir? Ja, hallo Onkel Lüfti. 185. Ja, ich glaube, es hat sich alles resettet.
wenn wir mal hinten reingucken. Guten Morgen. Ja, ja, warte, nicht die Reise fortsetzen. Ja. Ja, es ist alles beim Alten. Okay, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Dann kaufen wir mal richtig bei dem Leica Store ein. Und nicht so dummkopfmäßig, wie ich das gemacht habe. Okay, geil. Unser Kofferraum sieht jetzt wesentlich besser aus. Alles im grünen Bereich. Ab zum Leica Shop. Ah, stimmt, wir müssen unsere Route auswählen. Oh, scheiße, die sind alle 420 Kilometer weit. Egal, dann nehmen wir Strecke 2, die goldene Mitte. Da ist auf jeden Fall eine Tankstelle, Sonnenschein und vielleicht auch irgendwo ein Schrottplatz. Hä, was ist das für ein Bug? Seht ihr diese Anzeige von meinem Sprit? Hä? Junge, die ist ja... Ist sie kaputt? Weil es sieht so aus, als hätte ich doppelten Tank, Alter. So, Leica Store. Ich bin fast schon ein bisschen dankbar, dass ich so dumm war. Weil jetzt haben wir wesentlich bessere Voraussetzungen. Es sei denn, ich kaufe wieder so dumm ein. So. Oh Gott. Hallo, Sir. Einmal ausmachen. Ja, hallo, Leica-Angestellte. Ich grüße Sie auch. Ich bin zum ersten Mal hier. Okay, ich brauche einmal einen günstigen Vergaser. Ja, der für 30 reicht doch. Und dann hätte ich ganz gerne noch einen Luftfilter. Dann nehme ich auch den günstigen. Ich bin nämlich nicht so rich. Zündspulen, Batterie. Was sind denn Extras? Ach krass, eine neue Tür. 300 kosten die. Wie soll ich mir das denn leisten? Ja, ich bestelle nur die günstigen Sachen. Was kostet denn vielleicht... Oh, Alter. So ein richtig geiler Motor. Warte mal, hier 260. Nee, so viel habe ich ja locker nicht. Ich habe 280. Nee, ich bestelle jetzt einfach nur die Gammelteile. Okay. Weißt du, ich bin auf dem Boden geblieben. Ich brauche kein Porsche und so. Ich habe hier meine Schrottlaube. Einmal den Vergaser ausbauen. Hier zur Seite. Zack. Und einmal den Luftfilter. Ja, astrein, Alter. Sieht richtig gut aus. Nur da hinten ist irgendwas kaputt. Keine Ahnung was. Okay, Onkel. Ah, warte, ich mach deine Tür hier kurz zu. Zack. Oh, Alter. 400 Kilometer. Aber scheinbar habe ich jetzt ein Zauberauto. Ich meine, so viel Sprit, wie wir da angeblich drin haben. Boah, wir sind auch schon 2100 Kilometer mit dem Ding gefahren. Oh, was ist hier denn verboten? Würstchen. Oh. Guten Tag, Herr Grenzbeamter der Türkei. Papiere bitte. Ja, natürlich. Warten Sie. Ich kurbel kurz runter. Hier. In Ordnung. Schauen wir mal. Ja, scheint alles... Sie haben ja nicht mal kontrolliert. Aber okay, habe ich kein Problem mit. Tschüss, schönen Tag noch. So, ab geht's. Es könnte tatsächlich unsere letzte Route sein. Ja, machen wir ein bisschen Mugge an. Oh yeah, ihr wisst Bescheid, Leute. Alle zu Hause, im Kinderzimmer, in der Uni oder gerade auf der Arbeit am Schreibtisch, Leute. Alle mal Hände hoch, Hände hoch. Ja, das ist... Sag ich gerade immer auf, Leute. Nein, ich wurde geheilt. Es gab, nachdem er gesagt hat, Papiere bitte, gab es keinen Arrest. Ich bin wieder gesund. Meine Ticks haben aufgehört. Sehr gut. Oi. Da sind noch Autowracks. Autos, die ich bestehlen kann. Ich kann jetzt nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Die Türkei nach all den Jahren. Ach warte, das sind gar keine Autowracks. Das sind ganz normale Autos. Da, 420 Kilometer bis nach Istanbul. Was geht denn hier ab? Leute, ich muss hier rüber rechts. Warte mal. Was für eine Freude, wieder auf diesen Straßen zu fahren. Aber da drüben waren doch Schmuggelsachen, oder nicht? Warte mal. Ich bleib mal kurz stehen. Ich kann ja auch nicht springen, Alter. Ich gehe einfach mal zu Fuß. Wir genießen hier mal alles schön. Das da vorne ist doch Schmuggelware. Und? Wein! Ja, astrein. Ja, und dann nehme ich noch hier die Box mit. Alles tipptopp. Oh, Leute, ich muss auf die Toilette. Wir müssen gleich mal kurz Pinkelpause. Aber erstmal wird jetzt schön der Wein verstaut. So, einmal aufmachen, Wein hier rein und das aufbrechen. Zack. Oh, noch mehr Wein. Weltklasse. So, ich gehe kurz pinkeln. Hey, hey, da bin ich wieder. So, Onkel, jetzt geht's ab. Home sweet home, Junge, home sweet home. Und wir haben irgendwie noch 40 Liter im Tank. Das sieht irgendwie strange aus. I'm coming home, tell the world that I'm coming home. Obwohl, noch sind wir nicht da, es sind 420 Kilometer. Es ist so lange her, viele Jahre seitdem ich diesen Ort verlassen habe. Ich war jung, kaum etwas, was du als einen Mann betrachten würdest. Okay, mit gepackten Taschen haben wir das Waisenhaus mit Berlin als Ziel verlassen. Oh, du bist ein Waise, Onkel Lufti? Oh Gott! Tut mir leid, ich will dich jetzt nicht auf den letzten Meter noch umbringen. Aber wir haben uns kurzzeitig gedreht, Onkel Lufti. Ja, wir sind wieder right on the track. Tut mir leid, da war eine Ölspur. Schmuggelware da drüben.
Ja, perfekt. Berlin war damals ein vielversprechender Ort. Ja, ja, warte. Schmuggelware, Onkel Lüfti. Schmuggelware. Viel wichtiger als Berlin. Oh, die ist auch wieder verschlossen. Junge, da muss doch was Geiles drin sein. Und? Kaffeeboden? Aber egal, ist besser als nix. Oh, warte, die dürfen wir nicht verlieren. Also ich werde einfach vollhauen, bis ich hier keinen Platz mehr habe. Vielleicht können wir uns dann endlich mal einen besseren Motor leisten. Warum sind wir so langsam? Ist mein Kofferraum zu voll? Ich habe auch hinten vergessen, die Klappe zuzumachen. So kommen wir ja nie in Istanbul an. Jawohl, bergab. Ja, jetzt werden wir schön schnell. Ey, ich habe echt das Gefühl, dass wir überladen sind. Aber egal, ist alles Kohle. Weißt du, wir lebten in West-Berlin, aber ich musste noch Ost-Berlin zur Arbeit. Ja, das stimmt. Die Mauer kam praktisch über Nacht. Wir steckten fest. Och, armer Onkel Lüfti. Aber wir haben ganz andere Probleme, Onkel Lüfti. Unsere, ne? Ah ja, guck mal. Hier, ich habe hier ein bisschen Wasser reingespritzt. Dann wird das auch sauber. Ihr könnt wieder ausmachen. Vorsichtig. Vorsichtig. Alles gut, alles gut. Wir haben ein bisschen Schwung mitgenommen. Es sind nur noch 70 Kilometer. Da hinten, ich sehe doch schon Stücke von der Stadt. Istanbul. Die Stadt, die über zwei Kontinente gebaut wurde. Und das muss die neue Brücke sein. Wie wunderbar. Wir können direkt zur asiatischen Seite fahren, ohne Fähre. Wenn der Motor uns jetzt nicht stirbt, Junge. Alter, das sieht so krass aus. Wie die Tempoanzeige da komplett rumzuggelt. Ach, welch schöne Brücke, die wir mit circa 23 km/h bestreiten. Wir beschleunigen, Leute. 40 Stundenkilometer. Das wird der nächste Weltrekord. Aber ist das Spiel dann tatsächlich vorbei, wenn wir ihn jetzt da abgeliefert haben? Oder müssen wir nochmal wieder zurück? Weil ich meine, wie soll man denn ansonsten die ganze Kohle machen? Da gab es Motoren für irgendwie... Oh Gott. Oh, mir ist, glaube ich, ein Reifen geplatzt. Man hört's auch. Kein Problem. Wir rollen jetzt einfach weiter. Oh, wir müssen hier rechts. Kein Problem. Komm, schön den Schwung mitnehmen. Oh Gott, jetzt qualmt auch noch unser Motor. Einfach weiter. Komm, Junge. Müssen wir denn jetzt rechts oder links? Ich fahre einfach mal rechts. Ich weiß auch gar nicht, wo ich jetzt hin muss. Ja, hier vorne. Ist hier ein Motel? Nee, hier ist der Leica. Doch, hier vorne ist das Motel. Hier können wir bestimmt schlafen. Da ist das Motel. Park das Auto davor. Ja, mach ich, Onkel. Okay, lass uns einchecken. Okay, Onkel. Nun gut, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Jalupi. Leute, morgen wird's wahrscheinlich das Finale geben. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, was jetzt noch alles passiert. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ihr mehr sehen wollt, habt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.